Go. Hermann Akkordem. Ja, okay, wir sind wieder da. Eigentlich brauchen wir jetzt nicht irgendwie großartig. Hi, hallo und willkommen zurück, weil das ist Schwachsinn, oder? Nö, eigentlich nicht. Vielleicht war da Werbung dazwischen, deswegen kein Plan. So. Meine Ellbogen jucken. Deine Ellenbogen? Ellenbogen. Deine Ellenbogen. Was machst du da? Das ist am Auge. Echt? Ja. Oh, es ist ein Auge. Ah. Ich hab jetzt ein Auge. Ich hab deine Nase. Ich hab dein Gesicht. So, erzähl über Metro. Ja. Metro. Da sagt mein Herr die ganze Zeit, es lohnt sich ja gar nicht, das Spiel zu holen, weil ich die anderen zwei ja nicht kenne und ich stimme ihm da sowas von gar nicht zu. Weil, warum muss man unbedingt einen dritten Teil von irgendetwas holen, wenn man die anderen Teile nicht kennt? Genau aus diesem Grund. Wenn du dir muss nicht zusammenhängen. Er geht die ganze Zeit davon aus, dass es jetzt so tief damit drinne zusammenhängt. Also ich meine, klar, von der Story wahrscheinlich. Es hat ja mit halt was alles damit sonst zusammenhängen, zu tun. Außer mit der Story. Ja, mit irgendwelchen Grundwissen einfach. Na ja, das ist doch Story, das Grundwissen. Das braucht man doch, um zu wissen, ey, warum... Vielleicht... Das Grundwissen ist doch da vorhanden. Weißt du doch auch nicht. Im Prinzip, du gehst da, du bist da, weißt, du bist in irgendeiner apokalyptischen Welt. Punkt. Und du musst jetzt raus. Also, ich weiß nicht, wozu man dafür jetzt andere zwei Teile spielen muss. Man versteht's doch wohl. Ja, das ist es halt. Du verstehst es ja nicht wirklich. Weil man war auch in den anderen beiden Teilen draußen. Juhu. Aber da ist man halt richtig draußen. Es ist gibt doch halt noch schön, ein... und? Ach, du verstehst es nicht. Ist ja auch egal. So, wenn ich, es alles, nee, ich kann's nicht wenn verstehen. Es alles ist, was ich darüber sagen wollte, sagen wir es abgehakt. So. Ja. Okay. Was machst du da? Ich hab die ja wohl nicht. Dazu sag ich jetzt nichts. Im Kochbuch auch noch, ne? Klischee-Apfel. Ja, genau. Kriegst den Punkt, ey. Das ist dämlich, ey. Okay. So. Ja, dann reden wir jetzt einfach mal über The Crew 2. Ich weiß nicht, nichts drüber, hast du mir ohne gezeigt. Ich hab dir nichts gezeigt, aber ich hab dir was dazu erzählt. Und darüber kann man was sagen, weil mehr hat man auch nicht im Trailer gesehen. Außer, dass man da wechseln kann und... Was kann man dann wechseln? Also, man kann in The Crew 1 konnte man durch Amerika fahren. In The Crew 2 kann man durch Amerika fahren. Was? Schwimmen und fliegen. Ja. In Amerika schon wieder? Ja, in Amerika schon wieder. Mhm. Aber ich find's ehrlich gesagt... Nein, bevor wenn ich so eine asiatischen Länder nicht auch mal schön abwechslungsreich... Ey, nee, weil die Autos dann scheiße aussehen würden, weil dann sowas wie Mitsubishi kommen würde. Nein, oh, Quatsch. Muss doch nicht sein. Mann, ist ja auch nicht der Grund. Aber wenn du so durch irgendwas Tropisches fährst, ist ja doch voll schön. Du hast mich unterbrochen. Ja, ist mir scheißegal. Ich wollte mir noch erzählen, warum die Amerika gemacht haben nochmal. Erstens, weil die nicht viel Arbeit machen mussten, die mussten nicht ganz neuen Kontinent machen. Und zweitens haben die sich gesagt, wir finden es besser, anstatt wieder ein The Crew zu machen, wo man zwar ein anderes Land hat, aber nur Autos, anstatt unsere Leistung darin zu stecken, lieber auch andere Fahrzeuge und Fahrzeugarten zu machen. Zwar im selben Land, weil Viva l'America, ja, ist egal. ich meine, The Crew 1 war zwar cool, aber war nach meinen Spielzeiten laut 26 Stunden recht eintönig. 26 Stunden ist gar nicht mal so wenig. Doch. Nein, es ist nicht für ein Rennspiel. Es ist ein Tag gerade mal mit ein paar Stunden insgesamt. Rainbow Six habe ich insgesamt 83 Stunden, ist auch nicht wirklich viel. Das ist schon mehr. Ja, mehr, aber wenn man bedenkt, dass The Crew ein Rennspiel ist, wo ich ja Rennspiele eigentlich entweder... Damals hast du Need for Speed mehr gezockt. Das stimmt nicht. Das stimmt wohl. Mm-mm. Also ich schon. Ja, aber man könnte in The Crew halt mehr Zeit investieren, so. Aber das Problem war halt, es gab keine richtige Story. Was bei dem Spiel halt ein Problem ist. Und es war halt, ja, nicht so wirklich so dieses Multiplayer-Feeling und so. Man hatte zwar Herausforderungen, fahr von A nach B, was schon mal gut eine Stunde dauern kann mit seinem Kumpel, aber mehr war da auch nicht mit The Crew. Und ansonsten hat es doch keine richtigen Rennen. Und das hat mir gefehlt. Das gibt es jetzt im zweiten Teil. Es gibt richtige Rennen. Rundkurs, Sprint, sonst was. Also ein Rennspiel ohne Rennen ist ein bisschen arm. Naja, es wurde halt als Open-World-Rennspiel. Es war halt eher Racing als Rennspiel. Es war halt kein richtiges, wir fahren jetzt mal gegeneinander, sondern es war halt eher so, wir bauen eine Crew auf, erobern ein paar Teile von Amerika und das war's.
Und da muss man halt nur Herausforderungen machen, wie mach den höchsten Sprung. Da kriegst du eine Medaille für, kriegst du auch andere Bauteile für. Und da war mehr Tuning als in den meisten Need for Speeds mittlerweile. Aber dennoch war es halt nicht so. Wenn es wirklich Rennen hätte, dann wäre es geil. Noch geiler gewesen. So, das war dein Teil dazu. Und bei der Crew 2 gibt es halt Rennen. Ob in der Luft und ja. Und das ist sehr, ganz kurz, es ist sehr Inception-artig. So, jetzt kannst du Inception. Erzählen. Ja, das ist so, ich kann es dir auch einmal zeigen, diesen Gameplay-Trailer. Die erste Mission ist quasi, du fährst einfach, also du startest in einem Rennen, so fliegender Start, kennst du? Ja, ja. Fährst du und dann ist da zwar keine Ziele, sondern irgendwann hört es auf und dann sieht man so, wie sich die Welt so biegt und dann fliegst du auf einmal mit dem Flugzeug. Machst quasi eine Art Staffellauf. Also du fährst mit dem Auto durch eine... Wie funktioniert das bitte? Das ist doch unrealistisch. Es ist ja auch unrealistisch. Es ist auf Unrealismus. Es soll halt... Aber das Spiel, das war doch auf Realismus. Nein. Vorher. Nein. Nein? Es war immer schon so arcade-mäßig. Es war wie Need for Speed. Need for Speed ist auch nicht Realismus. Ja doch. Nein. Die Fahrphysik ist voll für den Arsch, Benny. Die Physik, ja, aber so etwas, das ist doch vollkommen irre. Ja, aber ich finde das cool. Ja, aber das passt doch nicht zu so einem Spiel. Es soll so eine Art Übergang sein. Aber gut. Anstatt, dass man da irgendwelche Triebwerke ausfährt und bla, okay. Es soll ja kein Transformer sein. Aber gut. Wäre aber auch fantasievoll und irgendwie besser gelöst, weil man das noch maschinell hinkriegen kann. Ja, aber es hatte kein Spiel so eine Art... Die Weltkugel einfach mal... Ich meine, wie muss das denn aussehen? Ist es dann so eine Paprikaschote oder... What? Na, die Welt. Nein. Wenn sich das so dreht, dann... Keine Ahnung, das muss ja dann aussehen. Es sieht ja auch komisch aus an sich, aber es sieht halt... Ich glaube, es ist nur im ersten Rennen so, weil es soll halt so diesen Prolog führen. So, es soll halt zeigen, dass es drei Arten gibt und danach bist du halt in der normalen Welt. Wenn du halt richtig fährst durch Amerika, es gibt ja auch wieder dieses Open-World-Ding. Du machst ja nicht nur Rennen. So keine Ahnung, andere Spiele. Und, Midnight Club. Da gibt es sowas. Nee, nein, aber Midnight Club hat auch eine Open-World. Da konntest du ja nicht nur Rennen fahren. Ja, aber ich rede ja von... Das war, also von den alten her war das eins der besten Rennspiele. Ja, Midnight und die alten Need for Speeds. Edition, die beiden Spiele haben halt den Markt dominiert. Da gab es halt nichts anderes. Außer... Nee, gab es nicht. Bullshit gab es noch, wovon keiner was weiß, aber... Ich glaube tatsächlich Open-World-mäßig gab es halt nur diese zwei großen Marken. So Indie-Titel gab es ja damals nicht. So was gab es damals einfach nicht, so eine Nischentitel. Da gab es halt wirklich nur die großen Spiele und die waren halt dort trotzdem alle gut. Da konnte man sich... Ich freue mich schon auf meine PS1-Spiele. Stimmt, hast du ja auch geholt, ja. Ja, die werden wir aufnehmen. Weißt du doch gar nicht. Doch, werden wir. Habe ich doch gesagt. Wow, was du sagst, heißt nichts für meinen Kanal. Ich muss es sagen. Und momentan ist es noch nicht so. Ich kann dir jetzt richtig schön dein Video versorgen. Nein. Doch. Tust du nicht. Ich kann es auch löschen. Wow. Geht. Du bist lustig. Das war kein Witz. Ja, schön. Spunky ist enttäuscht von dir. Spelunky. Das darf nur ich sagen. Wow, haben noch nicht schon andere Leute gesagt? Nein. Bist du dir ganz sicher? Hundertprozentig. Stille. Dazu sage ich jetzt nichts. Aber ist okay. So. Nur ich darf ihn Spelunky nennen. Nach einem Spiel benannt. Oh, wie innovativ. Gab's schon vorher. Spelunky. Weißt du, wie alt er ist? Ja, aber du hast ihn doch nicht damals schon Spelunky genannt. Oder? Durchaus? Ich glaube nicht. Oh, ich denke nicht. Und wenn schon, ich kenne kein Spiel, was Spelunky heißt. Doch, es ist ein sehr bekanntes Minenspiel auf Handy und so ein Müll. Ah, halt. Siehst du, kenne ich nicht. Ja, du vielleicht nicht. Ich kenne es auch nicht vom Spiel her, aber also, ich kenne es vom Namen her und vom Sehen es her. Es ist originell. Ui. Schön. Gut. Dann gibt es noch so Spiele wie... Müll. Was ist? Ja, gibt's in der Tat. Deswegen hat das Wort gerade gekommen. Müll. Aber was hast du gesagt? Jetzt gibt's Spiele, die so richtig... Nein, was hast du gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ja, natürlich weißt du das. Du wirst heute noch... Ja, stimmt, du wirst einsam schlafen. Okay, cool. Gut.
Und nie mehr aufwachen. Hat was. Okay, nein, dann wäre ich traurig. Sicher? Gut. Ja, sehr sicher. Dann gibt es noch so neue Spiele wie Transition. Ist eine Art Filmspiel. Mehr muss ich dazu nicht sagen, gab auch nicht mehr zu sehen. Dann gab es noch eine Art Black Flag nur als Spiel. Das heißt Skull and Bones. Richtig innovativ. Schädel und Knochen, juhu. Ich meine, könnte auch ein Sequel sein zu Bones. Weiß man ja auch. Skull and Bones. Oh, neue Serie von den Bones-Machern. Nein, Quatsch. Skull and Bones. Ich weiß, aber schlecht. Ist halt... ja, soll halt auch so ähnlich sein wie For Honor, also 5 gegen 5, nur mit Schiffe. So, Seeschlachten. Mehr ist nicht. Schiffe versenken. Ja, Schiffe versenken für mit Black Flag Physik. Und das Lustige ist, das Wasser und so ist ja auch von den Machern von Black Flag. Also, es ist da schon einiges zusammengekommen. Interessiert mich persönlich so gar nicht, weil Piraten-Settings finde ich immer so... Muss man können, ist nicht so meins. Assassin's Creed Black Flag war als Piratenspiel ganz cool, aber mehr muss ich dafür auch nicht haben. Dann, wo Ubisoft eher so ein bisschen Shitstorm geerntet hat, war so eine Art No Man's Sky nur mit Lego. Also nicht Lego, aber man konnte halt so eine, man konnte an so einem Controller so ein Podest anbauen, sowas gibt es bald, wo man dann so Teile drauf basteln kann und so wird dann das Spiel auch generiert mit den Teilen. Ach du Scheiße. Man kann on the fly halt eine Kanone abbauen, eine andere anpassen und dann wird es im Spiel. Also sowas wie Skylanders. Nur mit Lego-Bauschiffen in der Art. Muss man nicht haben. Jay meinte natürlich wieder so, boah, interessiert mich schon, weil er mag halt Lego, aber ja. Da habe ich gesagt, Junge, das wird wieder Unmengen an Geld kosten, die einzelnen Teile. 100%, die werden sie wahrscheinlich in so einer Billigtüte verpacken. 10 Euro für Random-Teile. Oh, ja, da hat er auch gesagt, stimmt, wird scheiße. Also, ja, fanden alle kacke. Da war keiner, der gesagt hat, da! Außer kleine Kinder. Die haben schon auch da gesagt. Also haben wir jetzt auch abgehakt. Dann noch ein Spiel, wo sich drauf sehr viele freuen, was mich nicht interessiert, weil ich keine Switch habe. Und zwar Mario and Rabbids Battle Kingdom. Oh Gott. Ich mag die Rabbids nicht, deswegen ist es für mich schon in die Hose gefallen. Ja. Wenn die Rabbids nicht wären und es irgendeine Art andere Universum wäre, wäre bestimmt cool, weil es ist so eine Art, es ist ein Strategie-Mario-Spiel. Und sowas finde ich halt cool. Ist halt wie XCOM, viele werden was damit anfangen können. Ist halt ein PC-Strategiespiel, wo man so Felder hat, wo man sich hinstellen kann und so und Deckung Mario nehmen muss. Party. Nein, so jetzt nicht. Ist ja kein Brettspiel, sondern halt so ein Spielfeld auf Kästchen aufgebaut. So ein altes Mario Party, das hat schon was. Die alten Mario Party waren sowieso noch... Aber das Neue, das mit dem komischen, wo man dann weiterzieht, alle und... Das ist ja nicht mehr mal neu. Da bist du schon richtig out. Ja. Aber es ist halt das Neunte, ja. Eines der Neueren, ja. Ja. Das Zehnte ist schon ein bisschen besser. Da ist halt wieder alles normal. Nur, dass man auch zu fünft spielen kann, statt zu viert. Also, was, ja. Der Fünfte ist halt der Gegner, sowas wie Bowser. Wenn du Bowser-Minispiel machst, ist der Fünfte Bowser oder Donkey Kong und so. Sowas, ich finde, die hätten das nicht ändern müssen. Ja, aber es ist halt eine nette Neuerung, ansonsten ist halt nicht viel geändert worden. Ja, aber wenn du es nicht magst und das dann so bleibt, das ist doof. Besser, als wenn die es so gemacht hätten und das mit diesen Vier-Spieler-Ding, wo alle mitziehen. Das wäre noch bescheuerter. Das ist echt das Blödeste, was es gibt. Das Spiel, nee. Sondern so eher... als Minispiel im Spiel, aber da ist es doch scheiße. Die hätten es ja auch mal testen können. Ja. So vorher, vielleicht haben die es gar nicht getestet. Oder die haben gesagt, boah, wir finden die Idee so geil, wir müssen es gar nicht testen. Ja, wahrscheinlich. Und kein Plan. Aber ja, Rayman Rabbids Battle Kingdom. Nicht Rayman. Mann, jetzt sieht er so. Deswegen passt schon mal nicht, weil Mario und Rabbids ist vom Namen her, ist wie Birnen und Äpfel, so. Es passt nicht, okay. Diese Universen. Was, es ist doch so. Rabbids und Mario... Es gibt Birnenäpfel. Du weißt, was ich meine. Das ist so dieser Vergleich, so dieses... Weiß nicht, das ist halt dumm. Ich dachte am Anfang erst so, hey, Mario und Rabbids, das passt ja gar nicht. Tut's auch nicht. Ja. Aber ich hätte auch nicht gewusst, was da für ein Spiel rauskommen soll, ehrlich gesagt. So eine Art Beat'em-up oder was? Weißt du, sowas wie Rabbids und Worms, die würden passen. Weil die genauso bescheuert aussehen. Aber... Ja, das stimmt. Aber Mario? Ich meine schon, Mario und Sonic hat schon nicht so wirklich so ein bisschen gepasst. Mario und Sonic fand ich auch mal dumm. Ja. An sich die Kombination.
Oder Link, stell dir vor, Link und Rabbids. Zelda Rabbids Kingdom Battle. Bam. Geil. Hyrule Warriors, vergiss es. Jetzt gibt es Rayman Warriors. Genau. Kommt bestimmt auch noch irgendwann. Ich meine, Nintendo und Ubisoft haben eine sehr enge Bindung. Schon immer gehabt. Und vielleicht kommt ja sowas irgendwann. Als neues Zelda-Spiel. Zelda Breath of the Rabbids. Als DLC oder so. Keine Ahnung. Was ich auch mal damals sehr lächerlich fand, war ja, wo die Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, weißt du? Ja. Wer gewinnt wohl beim 100-Meter-Lauf? Mario oder Sonic? Hm. Ich weiß ja nicht. Mario, weil sie haben sich auch immer so hingestellt, als wenn es voll spannend wäre. Das ist so dumm. Ja. Sonic ist der schnellste Igel der Welt und gegen Mario, gegen so einen Klempner, der ein bisschen dick ist. Warum sollen dann beide gleichzeitig in die Ziellinie kommen? Macht das Sinn? Nein, macht keinen Sinn. Also, deswegen war schon rein von der Logik her damals dieses Spiel so ein bisschen dämlich. Auf dem DS war ganz lustig, weil da waren immer die Bildschirme dann schön zerkratzt ohne Folie. Das waren immer so typische Spiele, wo der DS echt gelitten hat. Immer so reiben. Mhm. Das war immer dumm eigentlich. Ja, man hat als Kind halt immer aufgedrückt. Ne? Heute weiß ich es besser. Jetzt, wo ich auch so viel zeichne, da weiß ich immer, aufdrücken ist scheiße. Ich habe nie aufgedrückt, aber man muss halt trotzdem schnell sein. Die Kombi ging nicht, man war aufgedrückt, man musste schnell machen. Ja, das ist halt der eigene Fehler. Das ist beim Zeichnen, ist halt, da musst du nicht schnell machen, da hast du keine Konkurrenz, wo du gegen jemanden zeichnen musst. Das wäre auch mal lustig. Damals habe ich immer Wettzeichnen mit Julian gemacht. Einfach mal Pokémon oder sowas gemacht. Meinst du nicht Drachen? Nein, Pokémon. Pokémon! Oder waren es Digimon? Nee. Konnten ja damals viele Leute auch nicht auseinanderhalten. Auch wenn es voll easy ist, aber. Dumm. Ich meine, Digimon waren erwachsen, Pokémon waren eher so flauschig, knuffig, hoi, toll, da gab es halt nie irgendwelche ernsten Viecher. Außer jetzt. Digimon war eigentlich auch für Jungs. Also ja, Leute, aber Digimon war halt schon ein bisschen, da gab es halt schon krassere Kreaturen, die sahen halt schon ein bisschen angsteinflößender aus. Wenn ich an dieses komische blaue Vieh mit dieser halben Maske, die bis hier ging, Und so Unterkiefer so nur Sehnen war, das sah schon eklig aus, fand ich. Ja, gut. Es gab natürlich auch knuffige Viecher. Ja, damals die Pokémon, die waren ja auch nicht so kreativ. Deswegen. Okay, naja, also eine Zahnbürste als Pokémon, was es heutzutage so gibt. Ja gut, heutzutage war auch nicht unbedingt kreativer, das stimmt. Ja. Gut, reden wir noch über die letzten Spiele. Shadow of the Colossus Remake. Da bin ich gespannt. Ich bin auch. Also, was heißt gespannt? Wann kommt's? Nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr. Ach ey. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe es gerade erst durchgespielt, sogar aufgenommen. Ich werde es wieder durchspielen, wieder aufnehmen. Und wenn die wirklich die letzten 8 Kolosse noch mit reinmachen, ey. Dann mit Trophäen. Es gibt bestimmt Speedrun. Speedrun-Trophäe gibt es nicht. Jedenfalls nicht auf der PS3 und die Trophäen bleiben dieselben. Obwohl bei einem Platin? Nein! Weißt du nicht, kennst du nicht die Trophäen von Shadow of the Colossus? Nein. Wie schwer die sind? Nein. Du musst alle Echsenschwänze haben? Du musst alle Früchte sammeln? Ist ja nicht schwer. Willst du mich verarschen? Die Früchte verbacken in der Erde, die Früchte fallen auch mal runter, dann bist du am Arsch. Weißt du, wie viele Früchte es gibt? Über hunderte. Auf der ganzen Welt. Aber genauso viele wie Echsen. Nee, Echsenschwänze gibt's weniger. Ja? Ja. Echt? Früchte gibt es mehr. Es gibt an einem Baum gibt's mal. Weil ich 5. dachte immer, Früchte und Echsen, die gibt es immer nein, so gleich. Mm-mm. Und auch die im gleichen Abteil. Der Lebensbalken bei Shadow of the Colossus, habe ich auch schon im Let's Play gesagt, kann sich bis zum Ende des Bildschirms fast ausweiten. So lang kann der werden. Ach, Ausdauer war Echse, ne? Ausdauer war, ja, der kann auch richtig groß werden, ey. Also, das ist. Ich habe auch schon gesagt, wenn da irgendwann in einem Spielverlauf eine Frucht in den Boden versenkt, hast du gleich verkackt, kannst du gleich von vorne anfangen. Die versenken wirklich im Boden? Ja, das Spiel ist halt alt. Jetzt im Remake wird es wahrscheinlich nicht so sein. Aber du musst echt eine Karte haben, wo du halt dann wirklich siehst, wo Früchte sind. Ansonsten schaffst du es nicht. Die Welt ist ja eigentlich an sich groß. Ja. Und dann gibt es noch eine Trophäe, wo du, so eine Art Speedrun gibt es nicht, aber es gibt ja dieses Time-Attack-Ding. Wenn du das Spiel hast, das, ja genau. Und da haben sich viele schon aufgeregt. Habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, ich hoffe mal, dass jetzt der dritte Boss mit Zeitangriff machbar ist, weil der war anscheinend fast unmachbar, der dritte Boss. Der war dieser riesige mit dem Schwert, hat man ja schon gesehen im Trailer, darf ich also spoilern. Ja. Der war anscheinend sehr unmachbar, die 1 Minute 30. Da finde ich die Schildkröte schlimmer. Man weiß ja nicht, wie lange man Zeit hat, es ist ja unterschiedlich Zeit immer dafür. Ja. Für den ersten Boss war, glaube ich, 2 Minuten Zeit, geht auch locker flockig von der Hand.
Der dritte Boss, glaube ich, so 3 Minuten. Und das ist schon echt verdammt wenig Zeit. Der dritte, war das nicht der... Der mit dem Schwert. Mammut? Also der zweite, meine ich. Der zweite ist dieses Pferd, sag ich jetzt mal, ja, Quadratus. Nee, das Pferd nicht. Das kam später. Na, nicht das Pferd, nee, Entschuldigung. Dieses so vierbeinige... Mammut, so ein Elefant, glaube ich, war das. Es war ein Stier, war es. Nee. Doch, es hatte Hörner. So kleine Hörnchen. Es gab aber noch so eine Art Mammut, glaube ich. Mammut? Nee. Irgend so ein größeres Tier, was einem richtig leid getan hat. Du meinst, ja, das war das. Das war Quadratus, so hieß es. Da haben ja viele mal Witze, mal Quadratus Practus Gutus. Ist ja auch lustig. Ja. Wobei ich den Witz mal bei damals, als ich mir Let's Play davon angeschaut hatte. Weil der war einer der freundlichsten. Genau, der hat nichts gemacht. Ja. Und die kleinen Kolosse, die haben ja auch mal leid getan. Falls du die kennst, falls du da überhaupt schon mal warst bei einem kleinen. Ich glaube nicht. Nach der Schildkröte kommt nicht der erste kleine, stimmt. Es gibt nämlich so, ja. Weil die sind so wirklich putzig und die sind dann tot. Das ist so traurig, das ist so, boah. Nee, kann man sich nicht mit ansehen. Aber der dritte Boss oder die Schildkröte, shit happens, ey, hat mir gar nicht leid getan. Das Pferd habe ich vom Design echt gemocht. Wow, allgemein alle waren cool. Irgendwo. Der Vogel sowieso. Der Vogel, oh. Der war schön. Also, kurz und knapp, das Spiel wird... Auch die Musik. Die Musik ist, wundervoll. Oh. Also, das Spiel ist wirklich das... Dafür würde ich mir den Soundtrack sogar... Das wäre wirklich ein Spiel, da würde ich mir den Soundtrack sogar kaufen. Mhm. Bei The Last Guardian weiß ich jetzt nicht mehr, wie die Musik war, aber bei Shadow of the Colossus ist einfach beste Musik. Ja. Bester Soundtrack überhaupt. Da kann auch... Also es gibt schon Spiele, wo ich mir sage, das eine Lied würde ich haben, aber bei Shadow of the Colossus jedes. Da ist jede Bossmusik einfach nur unglaublich. Ja. Richtig gut komponiert. Ist bei mir, ich habe von Journey auch alles. Da kenne ich zwar nicht alles, aber da war die Musik halt, die hat halt gepasst. Ja. Es gibt auch Spiele, da passt die Musik zwar nicht. Ja. Da ist sie so aufgezwungen. Aber es ist selten, weil ich bin meistens immer so auf der Suche nach irgendwelchen Musikdingern, die so halt so nach Wüste klingen. Weißt du, und das findest du fast kaum. Außer bei Journey. Und da war das perfekt. Genau. Und bei Shadow of the Colossus gibt's auch Wüsten-Soundtracks, wenn du gegen Wüstenbosse kennst, die aus der Erde kommen und so. Hast du schon gesehen im Trailer. Dieses riesige Vieh, was aus der Wüste kommt. Der ist aber bestimmt böse. Viecher unter der Erde sind immer böse und heimtückisch. Ehrlich gesagt fliegt der. Der kommt nur aus dem Sand. Der fliegt in der Luft, ist so eine riesige Schlange quasi. Mhm. Die wird auch einfach Sandwüstenschlange genannt. Ja. Aber die schwebt. Sieht sehr abstrakt aus. Ich hab's ja erst letztens wieder durchgespielt und sah halt sehr komisch aus. Hat so einen ganz komischen langen Schnabel. Sieht voll witzig. Ja. Man braucht Bogenskills, also man muss ein bisschen schießen können. Aber ansonsten ist der nicht schwer. Dauert halt nur ein bisschen. Aber sonst, ja. Aber ich muss auch sagen, ich fand den Fisch auch sehr toll. Die Seeschlange. Ja, aber ich hatte... Oder eigentlich ist es ja ein Aal gewesen. Es ist ein Aal, ja. Als ich aufgenommen hatte, ich hatte so Gänsehaut bekommen auf einmal. Ja. Ich hatte so richtig so, weil ich habe gesagt, weil ich bin einmal unter Wasser, hatte ich keine Ausdauer mehr. Und dann schwimmt der erst nach oben. Weißt du, wie eklig das ist? So richtig so... Weißt du, du bist ganz unten mit diesem Vieh. Auf einmal lässt der los und dann siehst du nur, wie es da rumschwimmt und fast auf dich zukommt und du schwimmst immer noch nach oben. Alter, du kannst nichts machen. Das ist so unheimlich gruselig. Und jetzt mit neuer Grafik. Oh Gott. Scheiße. Da hab ich Schiss bekommen, ey. Aber trotzdem wird auf jeden Fall gleich durchgespielt und vorbestellt und alles Mögliche. Und wenn die neuen Kolosse kommen, dann richtig gut. Würde vielleicht ich mich freuen. Vielleicht haben die ja auch eine Statue mit vom Vogel oder so. Boah, der Vogel ist ja einer der beliebtesten. Nee, ich glaube, der beliebteste ist einfach nur der erste. Der erste mit der großen Keule ist der beliebteste. Und deswegen denke ich schon, dass die eine Statue machen, die ungefähr, weiß nicht, ob die jetzt riesig sein wird. Ich glaube schon. Ich meine, das ist Shadow of the Colossus, jeder freut sich drauf. Wahrscheinlich so groß wie die von Assassin's Creed? Nee. Trikot. Ja, kann sein, ja. Aber es ist ja nicht dasselbe Entwicklerstudio. Falls du es weißt. Ja, aber... Ico macht ja nicht das Remake. Ist so die Größe vielleicht. Meine. Aber was ich halt am spannendsten finde, und das ist jetzt auch das Letzte, was ich jetzt zu Shadow of the Colossus noch sagen wollte. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst zu... Nö. Die Schildkröte war scheiße. Ja, die Schildkröte war scheiße. Ja, das stimmt schon. Aber wenn man den Trick raus hat, den habe ich jetzt raus, dann ist die voll easy eigentlich. Aber muss ich dir echt nochmal erklären. Dann
ist ja gar nicht so schwer. Mhm. Was ich bei dem Remake halt ganz spannend finde, ist halt, dass da halt auch eine, klar, die Remake-Firma von, boah, was für ein Spiel haben die geremaked? Ich weiß nicht mehr, auch irgendein ganz großes Spiel. Bluepoint hatte, glaube ich, auf jeden Fall haben die auch ein Spiel krass geremaked und das machen die jetzt auch damit. Und die andere Firma, dieses Japan-Studio, was da mit dabei ist, die haben ja auch bei Bloodborne mitgemacht. Und die machen jetzt, meiner Meinung nach, also sie haben gesagt, es ist ein Remake, könnte aber auch ein Reboot werden. Was halt heißt, dass die Serie, also dass es eine Serie wird von Shadow of the Colossus. Also ein zweiter Teil könnte vielleicht folgen irgendwann. Mhm. Was ich cool finde, weil, ja, ich meine auch mal als Koloss zu spielen, wäre auch mal ganz eine nette Idee. Muss zwar jetzt nicht sein, aber wäre mal cool. Ja. So in der Sicht von den ganzen Kolossen, so den kleinen Wanda da zu sehen und dann den, so mit den Skills, die man hat, platt zu machen. Okay, der zweite Boss, der kann ja nichts, der kann nur laufen, aber gut. Shadow of the Colossus VR. Hm. Könnte auch immer noch kommen. Und dann noch unter Wasser, ey. Okay, nee. Alles klar, wird nicht gekauft. So, jetzt kommen wir noch zu den letzten großen Spielen. Das habe ich dir nicht gezeigt. Stimmt, es gibt noch Monster Hunter Worlds. Das kommt noch raus für die PS4. Das ist das erste Monster Hunter auf den Heimkonsolen. Es gab schon mal ein Monster Hunter auf der PS2, habe ich gelesen. Aber das war eher so, muss ich mal machen. So als Entwickler muss ich mal tun. Wird ja bestimmt gut verkauft. Soll trotzdem ganz gut gewesen sein, aber trotzdem nicht so der Burner. Und jetzt Monster Hunter Worlds für PC und Konsole, was sogar plattformübergreifend spielbar sein soll. Ähnlich wie Final Fantasy XIV, soll ja auch PC und Konsole spielbar sein. Ich bin gespannt, weil ich wollte schon immer mal Monster Hunter spielen und ja, freue mich drauf. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Nee, ich auch nicht. Ich finde halt die Idee cool, dass wenn du einen Auftrag hast, du nach Spuren suchen musst. Du schürfst Schuppen ab, sonst sowas und dann wirst du weitere Hinweise finden, wo dieses Vieh ist. Und dieses Spiel ist halt mehr so mit Dinosauriern und auch mit Monstern. Also es gibt auch fliegende Viecher, so Fledermausartige große. Gibt bestimmt auch wieder Unterwassergegner. Juhu. Aber an sich sah es recht cool aus. Was ein bisschen lächerlich war der Tarnanzug, weil der hat einfach nur ein paar Blätter dann gehabt als Skin quasi. Und das sieht halt voll dämlich aus. Also da werden die was noch machen müssen. Weil sonst sieht es echt so aus, als wenn es gezwungen wäre wieder. Ja, das war's. Die Horizon-Erweiterung werde ich jetzt hier nicht wirklich spoilern, weil meine Frau ist noch nicht durch. Und Horizon ist noch sehr alt, deswegen werde ich überhaupt nichts zur Erweiterung sagen. Auf jeden Fall, ja, der Trailer ist eher so, man kriegt kaum Antworten, das kann ich sagen. Aber es ist interessant, es ist quasi wie eine Art andere Geschichte, nur dass man halt weiterspielt vom Ende aus. Klar, Aloy stirbt nicht, das kann man sagen. Das weiß ich, das habe ich auch gesehen. Das ist klar, wie, du hast das Ende gesehen? Nein, aber ich habe es gesehen. Wie hast du es dann gesehen? Ich war doch hier, als du es durchgespielt hast. Nee. Doch. Verarschen. Wirklich? Ja. Krass. Wusste ich gar nicht. Der Herr kann sich ja nicht zu üben. Doch, stimmt. Du hast recht, ja. Nicht weg bin. Es heißt übrigens, ich glaube, The Frozen Tides. Ich habe keine Ahnung. Und das hat schon mal damit zu tun, dass man halt in Schneelandschaften unterwegs ist. Schneelandschaften, ohne Witz. Skyrim hat es so rausgelutscht. Das stimmt. Und da gibt es ja nicht nur Schnee. Ich hasse Schneelandschaften inzwischen. Echt, echt so. Ich finde Schneelandschaften nur bei Rennspielen cool. Nur bei Rennspielen finde ich Schnee cool. Das ist dann halt nur so. Irgendwo mehr cool. Du findest Schnee nicht cool? Okay. Ja. Nee, aber wirklich, so. Ich glaube, ich war noch nie der Freund von Schneelandschaften. Also eigentlich Berge, schon. Ich hasse Berge. Ja, Berge hasse ich auch, aber Schnee an sich finde ich. Da ist ja meistens immer mit Schnee und ja, alles und kalte Regionen. Ja, ist so, also, das stimmt schon, ja. Ist echt nicht meins. Ich mag lieber sowas. Ich muss es nicht haben, deswegen aber ich. Deswegen mag ich auch die Stadt, wo die so überwuchert ist und so. Ja, das finde ich dieses, eigentlich dieses, am tollsten, apokalyptisches Setting meinst du so mit den kaputten Heu, also genau, ja, wo das alles überwuchert ist. Das finde ich, ja, sowas finde ich auch cool. Das finde ich auch. Auch wenn Apokalypse langsam auch ausgelutscht ist. Aber das ist ja eine besondere Art Apokalypse, die gibt es ja auch nicht überall. Ist halt so quasi wie Altstadt irgendwie. Mittlerweile wird es halt sehr häufig benutzt. Auch als Horizon draußen war, gab es sie schon sehr häufig. Aber die haben es am besten gemacht. Deswegen habe ich es mir geholt.
Ja, klar. Na, ich habe es mir geholt. Ich fand halt dieses, das Interessante war dieses Apokalypse und Roboter und dann noch Steinzeit irgendwie. Hä? Ja, What the fuck? auch, ja, auf jeden Fall. Also Steinzeit ist es ja jetzt nicht, man weiß es ja jetzt, ne? Aber haben die halt gut mit reingebracht. Und ja, ich bin gespannt, ob die Story wirklich eine ganz andere sein wird. Man hat auch im Trailer keine neuen Maschinen gesehen, was ich ein bisschen schwach finde, weil Das als klingt böse, ja. Erweiterung und nicht als DLC, sondern als richtige Erweiterung sollte man da schon vielleicht einen Skillbaum wieder mehr machen oder ein paar andere Skills dazu, das Level erhöhen natürlich, also Max-Level wird man sowieso sehr, sehr schnell und neue Maschinen, am besten so 10 Stück oder 5 allein oder irgendwas, aber keiner, vielleicht auch aus Spoilerschutz, vielleicht wollten die noch nicht so die ganzen Maschinen zeigen. Kann auch sein. Wäre cool, wenn neue kommen würden. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann Ja, und will. allgemein, ich fand die Maschinen ein bisschen wenig. Also, ich fand die Maschinen an sich gab es schon viele Maschinen, aber es haben sich auch viele geähnelt. So wie diese Reitdinger. Da waren ja Die vier Böcke Arten. dann oder Stiere waren Stier, das und ein Bock und noch was. Pferd. Und Widder gab es auch. Ein Steinbock. Ah ne, war Ja, ja da Bock. war die vom Pferd, Bock, Design ja. her komplett gleich, abgesehen vom Kopf halt, ne? Genau, und von der Art waren die auch komplett gleich. Da Ja. hatten die sich doch, doch, die haben sich ein bisschen Na, die unterschieden. Stiere, die waren noch ein bisschen Die Stiere haben noch angerüsteter. so Anlauf genommen, so mit der Hufe so. Und die Widder haben mehr mit dem Kopf geschwankt, aber mehr war auch nicht. War halt ein bisschen doof. Trotzdem gutes Spiel. Weil die Säbelzahntiger. Die Ja, Sägezähne. Da Sägezähne. Da gab gab es es ja auch auch zwei noch Arten. irgendwie, ja. Die andere konnte ja noch War so das nicht schießen. Pirscher? Nee, der Pirscher, der konnte sich unsichtbar machen. Das war der Ja. andere. Der andere, der konnte noch schießen. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ist schon zu lange her wieder. Ja, irgendwie komisch. Gut, ja. Ja. Dann kommen wir jetzt noch zu drei weiteren Spielen. Ich glaube, dann sind wir so gut wie durch, ja. Nein, Halleluja, ich bin vier. müde. Das große Finale haben wir. Ja, gut. Also kommen wir noch zu. Das gefällt dir zwar nicht so, aber ich finde es halt ganz cool, weil es wie Batman sich spielt, ist Spider-Man. Ich finde es halt an sich nett. Es ist nett, aber vom Gameplay, was ich gesehen habe, fand ich das einfach zu langsam. Ja, das liegt aber auch darin, weil man diese Zeitlupe, das sind halt die Spinnendinger, dieses Spinnensensor, weißt du ja, was der hat? Weißt du, dass Spider-Man so einen Sensor hat? Spinnensinn heißt das ja. Ja, aber trotzdem ist das so langsam. Also ich meine jetzt nicht die Zeitlupe, die man gesehen hat, sondern allgemein. So Vielleicht wird es ja die noch Angriffe schneller. und so. Und Es ist schon es schneller als dauert, bis andere der halt K.O. Spider-Man-Spiele. geht, weißt du, bei so vielen Dritten, ich wäre da schon krankenhausreif. Mann, es ist ein Spiel. Du schießt ja auch bei, keine Ahnung, Call of Duty jemanden in den Kopf und der stirbt nicht. Realismus pur. Sag ich jetzt mal Bei so. Kopfschuss muss man nicht immer gleich sterben. Das ist aber zu Aber man ist meistens 95 bis ausgenockt, ja. 98% der Fall, dass man stirbt. So wie letztens die Polizistin, die ja erschossen wurde, also im Kopf geschossen wurde von diesen einen Typen, die hat ja noch überlebt. Ja, siehst du? Aber das ist halt auch verdammt selten der Fall. Das ist so Ja. wie vielleicht ein Sechser im Lotto oder ein bisschen weniger, aber ein bisschen weniger, aber es ist halt echt selten. Ich hoffe, die übersteht's. Ich hoffe auch, weil das ist echt so, warum? Lass uns nicht über so ein Thema reden. Das macht mich gleich wieder aggressiv. Ja, wir sind ja sowieso gleich am Ende. Dann noch Detroit Become Human. Ah, Kommt auch ja. dieses Jahr oder nächstes Jahr raus. Der erste Trailer fand ich besser damals zur E3. Da hat man halt so einen Detektiven gespielt, der halt einen anderen, diese Typen mit diesem Kreis hier, ne? Das sind ja alles Androiden. Ja, Die werden das ja mir klar. in Schaufenster werden ja gestellt und so und versklavt. Und da will die halt befreien. Genau, es gibt halt Da will die halt einen unterschiedliche. freien Willen haben und ein Und das ist Leben ja das haben. Interessante, es gibt unterschiedliche Charaktergeschichten, ähnlich wie bei Heavy Rain. Und, okay, bei Beyond Two Souls war es nicht so, aber da war es halt so. Ich verstehe das nicht. Ich hatte hier so viele Haare und jetzt habe ich hier kein einziges mehr. Ihr müsst wissen, sie redet von einem Kuscheltier, wo sie mal Haare rummacht. Ja, weil ich spiele immer mit meinem Haaren. Also Klingt ein zwar Haar, ja. strange, Es ist es auch, aber ist. man gewöhnt sich eigentlich. Ist nicht so typisch, so mit dem Haar rum, also mit den Haaren rumspielen, wie man sich das meistens Sondern mit so einem vorstellt. einzelnen Haar macht sie es Genau, so. ein einziges. Und dann am Bin. besten schön lang und dann wickelt dich das immer 1.000 Millionen Mal um den Finger. Wer braucht schon Fidget Spinner, wenn man Haare hat? Übrigens, apropos Fidget Spinner, da ist jetzt eine Meldung gekommen, dass die LED-Lichter teilweise abgehen und damit für Kinder richtig gefährlich sind. Deswegen werden die Fidget Spinner jetzt rausgenommen aus dem Sortiment. Schon wieder. Kommen sind sie drin, sind wieder raus.
Hey, die sind sowieso ja, aber dann haben die auch LED-Dinger, so haben ja auch na, nicht alle. Für diese ADHS-Dinger. Ja, LED und ADHS. Hm. Für diese ADHS-Dinger voll muss ich meine Menschen, tut mir leid. Ich war gerade auf Ding, ja. Gut, Detroit Become Human ist halt so, du hast halt mehrere Charaktere, Charaktergeschichten. Einer ist ein Detektiv, der muss halt einen anderen... Genau, ein Jahr davor, da gab es nämlich den ersten Trailer, genau. Dass du halt Entscheidungen so, nimmst du die Pistole auf, damit du die später wehren kannst, oder machst du es nicht, um ein bisschen überzeugender rüberzukommen, sowas halt. Ja. Ich find's cool. Ich mag diese Entscheidungsfreiheit, die ist sogar mehr als bei Until Dawn. Und Until Dawn hatte jetzt nicht so viel Entscheidung, dass man jetzt sagen könnte, boah, ich muss jetzt 5-mal durchspielen. Bei dem Spiel ist es so. Allein Heavy Rain hatte damals über 20 Enden oder so. Und das Spiel bestimmt auch. Sogar noch mehr bestimmt. Until Dawn. Dawn. Until Dawn. Ja. Wäre das was für dich oder eher nicht? Muss man sehen, wa? Im Moment eher nicht. Ja, im Moment eher nicht, das stimmt schon, aber... Da gibt es andere Sachen, die mich mehr interessieren. Und ja. Ich will nicht alles Geld ausgeben. Nee. Für 70 Euro... Naja, scheiße ist es nicht. Aber scheiße, es kommt halt wieder auf die Spiellänge an. Dino Master Party. Ja, genau. Micro... Ah. Wie ist es? Micro... Micro Fidget Spinner. Ne? Micro... Micro Racers? Ja, irgendwie so. Micro Machines. Ja, Micro Machines. Sind alte PSI-Spiele. Und Demolition Racer. Jenny wird sich so freuen. Ja, mal schauen, ob er dann mal wieder zu dir kommt. So, vorletztes Spiel. God of War. Einfach nur God of War. God of War 1. Wie fandest du das so eigentlich? Vom Aussehen her gut. Aber es wäre halt wieder was ich bei dir zugucken würde. Ja, ja, klar. War's. Also ich freue mich da richtig krass drauf, weil es halt eine Fortsetzung ist und kein Neuanfang. Es ist halt nur neue Mythologie. Und das Vieh, dieses detaillierter Grat, Alter. Ja, die Zähne. Boah, und der Bart von Kratos Zähne sieht auch so geil detailliert aus. Er sieht nicht so plump aus, sondern richtig einzelne Haare. Und oh, da kann man sich sicher sein, das wird kein Downgrade geben in der Grafik. God of War sah schon immer top aus. Mhm. God of War 3 auf der PS3 war einfach so, hat einfach alles zerstört zusammen dann mit Uncharted 3 später. Und jetzt God of War. God of War. Freue ich mich richtig drauf. Man hat auch gesehen, es gibt nicht nur die Axt als Waffe, sondern auch so einen coolen Schild, der sich so ausklappt. Sah ganz cool aus. Also, ja, und die Axt ist allgemein auch sehr cool. Und mich stört es auch gar nicht, dass der gar nicht seine Chaos-Klingen mehr hat. Man hat ja sogar gesehen, der hat so eine Vase gesehen, wo er so drauf war mit diesen Chaos-Klingen. Yeah, so. Da frage ich mich, ob der zu so einem Typen kommt. Der so Mythologien oder so. Sammelt oder so. Ja. Vielleicht ist ja dieser. Der Typ ist auch gut, genial. Ja. Wow, that was an amazing fight. Routine. Das war echt lustig. Das hat so auch alles auseinandergerissen. Er ist so, oh, flatsch, flatsch, alles kaputt machen und Kampf und dann. So ein Typ, der rumspinnt, so voll komisch. Ja, aber so sagt man das hier dann auch, so richtig. Ja, genau. Ja, das kommt halt richtig sympathisch rüber, der Typ. Gut, und das letzte, unser Highlight. Allerdings frage ich mich, was der da gegen die hat. Achso, du meinst, na, vielleicht wollen die den Sohn. Der hat ja einen Sohn. Was wollen die mit dem Sohn? Der Sohn essen ist ja. Klar, Thor hat Bock auf einen Sohn. Mann, heute hätte ich aber mal wieder Bock, Sohn aus der Tiefkühllade, ja noch? Nein, ich glaube eher, dass, weil der Sohn ist ja eine sehr bekannte mythologische Figur in der nordischen. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Es war ein sehr bekannter. Der hat ja auch, der kann ja mitkämpfen mit Kratos zusammen. Der hat sich ja auch mal hochgepackt auf den Gegner gesetzt, während Kratos den vermöbelt hat. Und dann ist er runtergesprungen, hat einen Blitzbogen anscheinend. Und der hat irgendeinen Blitz. Ich weiß nicht, gibt es in der nordischen Mythologie jetzt auf Anhieb, fällt dir jemand ein, der einen Blitzbogen hat? Vielleicht ist es ja Loki. Das glaube ich nicht. Nein, aber ich werde mal irgendwann googeln, kann ich auch eigentlich währenddessen machen, aber wenn du von Assassin's Creed Origins, was jetzt unser Grande Finale ist, erzählst. Das war so scheiße. Das ist dämlich. Wobei das ist noch eine der guten. Ich fand, das war einer der Folgen. Staffeln. Naja, ja, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber ging halt noch gerade. Ich fand die davor, die fand ich alle scheiße. Ich fand die. Okay, Ren hat sich also darüber. Jetzt nicht von davor, aber. Ja, gut, die waren sowieso alle nicht so. So mit Rossi damals. So, also, God of War, geil, finde ich. So,
Wird geholt, wird gespielt. Platin vielleicht auch, mal gucken, sofort auf schwer und Ende. Und ich bin schon auf die Story gespannt und bin gespannt, wie er das aus dem dritten Teil überlebt hat, dass er sich selbst Harakiri-Style die olympische Klinge ins Bauch gerammt hat da. Ach stimmt, hat er ja gemacht. Ja, aber man hat ja noch die Blutspur gesehen. Dass er, also ganz am Ende nach den Credits hat man gesehen, die Blutspur führte den Felsen runter, sodass er im Wasser gefallen ist. Vielleicht hat ihn auch Athene gerettet und Athene ist jetzt auf einmal in einem nordischen Mythologie. Ich habe keinen Plan. Aber Athene war doch böse. Athene war ja nicht mal böse, die wollte... Am Ende war sie doch böse. Am Ende hat sie Kratos verarscht, ja, aber an sich war sie halt kein böser Charakter. Also war sie böse. Ja, gut, okay, aber jeder hat ihn verarscht. Okay, jeder war böse, ja. Außer Kratos. Aber was war eigentlich mit der man schlafen konnte? Aphrodite, mit der ist... Das ist es ja, das hatte ich ja mal damals als Trivia auch gelesen. Aphrodite und da war noch ein Gott. Ich glaube, wir waren da noch. Also auf jeden Fall, Aphrodite ist eine der einzigen Göttin, die nicht durch Kratos Hand gestorben ist. Mhm. Die ist auch, da weiß man überhaupt nichts über die, wie die gestorben ist. Man weiß es ja nicht. Und ob überhaupt. Genau. Und da war noch ein Gott, wo man sich weiß. Aber den weiß ich jetzt nicht. Aber bei Aphrodite. Aber die haben sich ja nicht alle Götter genommen, sondern die Grundgötter, ne? Ja, ja. Zig Götter bestimmt. Wie meinst du das jetzt? In der originalen griechischen Mythologie gibt es bestimmt mehr. Da gibt es über 1000. Siehst du? Locker. Aber das ist auch der Familienstammbaum, der ist auch so die ganze Welt quasi. Ja. Aber in God of War wohnen tatsächlich sehr, sehr viele auch Unbekannte, die einen sehr krassen Nutzen, wie Thanatos. Kennst du Thanatos? Vom Namen her? Weißt du, was das für eine Art Gott ist? Der wird zum Beispiel in... Welche Mythologie? Na, Griechisch. Thanatos ist nämlich... der Gott, der Totengott, der quasi der Tod ist. Ja, wie genau. Darkseid 2, der Tod, so. Der holt sich halt die Seelen ins, in den Styx quasi. Und der wird halt in Ghost of Sparta durchgenommen. Und in Chains of Olympus wird die Frau von Hades durchgenommen. Und dann gibt es auch Artemis, die Jagdgöttin, wird auch nochmal erwähnt. Und da kriegt man auch die Waffe von. Also es gibt sehr viele Götter, die gedingst werden. Aber es gibt, ja, aber nicht jeder wird halt durch Kratos getötet, nur 90% oder 95% so werden alle. Wurde nicht irgendwas überschwemmt? Ja, es wurde überschwemmt, als, ja, ganz am Anfang von God of War 3, als Poseidon gestorben ist. Als er ihm die Augen ausgedrückt hat. Stimmt, damit sind ja dann die Menschen gestorben, ne? Damit hat es angefangen dann, ja. Und dann kam die Pest, als er Hermes getötet hat. Weil, ist halt so. Scheiß Lieferant, nein. Na doch, Hermes, der war mit den Schuhen und da hat er die Beine abgeschnitten. Und ja, die, aber die Pest davon? Doch, da kam die Pest, weil der bestand aus Fliegen und diese Fliegen haben die Pest symbolisiert. Dann, okay, interessant. Dann gab es ja noch, die Sonne war nicht mehr da, als Helios gestorben ist. Das war halt der brutalste Tod, als man richtig so... Bleh. Was ist mit Atlas? Obwohl, der ist ja kein Gott, ne? Atlas ist ein Titan und den hat man in God of War 2 gesehen. Und Atlas, ja, der hat da vier Arme und der trägt ja die Welt. Ja, genau. Und da auf dem war man drauf und ist da so rumgelaufen und ja, der wurde im zweiten Teil durchgenommen. Aber nicht gestorben. Warte, gegen Atlas hat man sogar noch in Chains of Olympus gekämpft. Den hat, genau, das ist das Interessante, Kratos hat ihn dazu verdammt, die Ketten an die Erde zu tragen tatsächlich. Echt? Ja, das weiß man nur durch den Mini-Ableger von der PSP. Der nur so 4 Stunden geht. Selbst auf schwer habe ich den in 8 Stunden durch. Und da hat man das, da kriegt man noch so ein Mini-Grundwissen, so. Wo die Tattoos von Kratos herkommen. Von Kratos. Ja. Und ja, sein Bruder Deimos. Mit dem hat man ja gegen Ende dann auch zusammengekämpft. Der ist aber, glaube ich, nicht gestorben. Denke ich. Weil deswegen, was ist dann mit der Welt? Das ist dann halt passiert. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Ich muss die Spiele nochmal durchspielen. Also gerade Chains of Olympus, weil das habe ich nur einmal durchgespielt. Gut, jetzt kommen wir mal zum Finale. Dann machen wir Finally. Ende. Finally, Assassin's Creed Origins. Das Highlight überhaupt. Ja, wir sind mal wieder gehypt. Aber ich glaube diesmal auf zu ein recht. Assassin's Creed, man stelle es sich vor. Ja, ich weiß nicht, 2 Jahre, die haben sich so lang gezogen für ein Assassin's Creed. Ich finde so, die wurden halt immer schlechter, ne? Die haben halt Hauptsache viel raushauen und dann überhaupt keine Qualität und dann wieder irgendwie so Scheiße von genau, Ed vor allem die Qualität war halt das Problem, warum die jetzt auch diese 2 Jahre gemacht haben. Also genau. Qualität im Sinne von Bugs und
Ja, das war sehr schlimm. Mit dem Holzding. Ja, genau, Seinem genau, Vater. ja, genau. Das ist sehr, sehr beliebt, bekannt. Ja. Aber Origins sieht super aus. Es ist, weißt du, aus der Wüste, aus Ägypten kann man so viel rausholen. Hätte ich nie gedacht so. Die Oasen sahen gut aus, der Sumpf Ja. sah geil aus. Das sieht alles so. Und Ja, die sowas mag Welt, ich ja. die Karte ist einfach mal so Nicht so wie hier unfassbar Frankreich, riesig. wo ich schon Nee, Französisch Frankreich war sagen die würde. langweiligste Stadt. Das war, die Dächer Langweilig. waren scheiße. Nee, die Dächer, Doch. ja, doch, Und stimmt. das sah alles gleich aus. Das war das Problem. Paris sah Und echt. deswegen mag ich einfach die alten Sachen mehr, sowas wie Griechisch und Und Römisch Griechenland und. wird ja auch noch kommen, angeblich. Ist jetzt wieder eine neue Trilogie. Also wegen Gegenwart-Story gibt es ja jetzt auch wieder. Darauf freue ich mich auch sogar schon ein bisschen. Weil ich gespannt bin, wie sie die alten Charaktere wieder mit einbinden. Weil theoretischerweise war es in Assassin's Creed 3 am Ende so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt spoilern soll, aber ich meine, man kennt Assassin's Creed eigentlich. Dass halt der Hauptcharakter, wie hieß er? Desmond, gestorben ist. Der hat sich ja geopfert, um die Welt zu retten. Der musste sich opfern. Da gab es ja so ein hohes Wesen und so. Und das war voll komplex. An sich war die Assassin's Creed Oh Story mein sehr Gott, eine komplex. Riesenschlange ist zu viel Fantasy. Ja, das ist echt lächerlich. Ich finde die Riesenschlange cool. Ich finde das eine coole Idee Ja. an sich. Und man weiß ja auch nicht, wo die auch ist. Sie kann ja auch in diesen Pyramiden sein, die ja sehr geheimnisvoll wirken. Weiß man nicht. Deswegen bin ich auf Origins sehr gespannt. Und auch der Hauptcharakter, klar, der ist jetzt kein Hübschling, aber das ist doch scheißegal. Ja. Ich finde ihn trotzdem cool an sich jetzt schon. Der ist auch sehr sympathisch. Ich habe ja schon ein paar, man hat ja genug Gameplay jetzt gesehen. 50 Minuten mindestens hat man jetzt gesehen, weil Ubisoft hat da, keine Ahnung, auch keinen großen Leak mehr draus gemacht auf der E3. Alle wussten, Origins kommt. Man weiß schon, wie die Bilder so aussehen. Und das Kampfsystem wurde überarbeitet. Das ist super, finde ich sehr gut. Man kann kontern, wie in den alten Spielen, aber man kann auch richtig kämpfen. Und das Kontern ist auch nicht so OP von wegen, du Gleich instant schlägst und tot. dann instant tot. Ja, Und das das ist finde ich auch dann nicht mehr so besser. leicht. Wie, ich blinke jetzt mal. Ausrufezeichen. Jetzt musst du gleich in 5 Sekunden kontern. Am besten noch mit Timer, weißt du? Dann mit Rom und Ezio, welches habe ich gespielt? Brotherhood, genau. Wie war denn da das Kontersystem? Da war es tatsächlich noch am. Also, du musstest. Da war das so. Da hat dieses Dreieck dreimal geblinkt, dann wusstest du, der greift gleich an. Ja. Ich habe damals nicht darauf geachtet. Ich Ich hab's habe, nie gesehen, ne? ja, aber es ist tatsächlich so. Und bei Brotherhood war sogar noch leichter, weil du konntest Blitzattentate machen. Womit, wenn du 10 Leute hast, wenn du den ersten konterst, zack, kannst du gleich den nächsten mitmachen, den nächsten, 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 solange bis keiner mehr da ist. Das ging. Deswegen ist Brotherhood eines der leichtesten Assassin's Creed Spiele. Ja, doch, Spiele. Trotzdem habe ich da mal so viel verkackt. Ja, das war dein Ja gut, erstes ich Assassin's war Creed. da auch noch jung. Das, ja. Ich bin jetzt so alt. Und ich wusste es damals auch nicht. Ich hatte Assassin's Creed 2 Ich dachte gespielt. immer, ich habe immer auf Brotherhood. die Sachen geachtet, die sie machen, Ich glaube auch. ich. Im ersten Teil war es auch noch so. Da gab es keinerlei Hilfsbalken oder so. Da gab es nur wirklich die Animation kommt, zack, und du wusstest, ah, jetzt muss ich. Manchmal haben die auch vorgetäuscht, dann weißt du. Deswegen, es war so eine Art Dark Souls. Wenn die mit der anderen Hand angegriffen hatten, wusstest du, du musst 2 Sekunden später die Taste drücken. Ist halt besser gewesen, aber jetzt finde ich es sogar noch cooler. Was denn? Dark Souls, andere Taste? Nein, Assassin's Creed 1 war so ein bisschen so Dark Souls, weil wenn der Gegner mit der rechten Hand zum Beispiel angegriffen hat, wusstest du, der greift jetzt schnell an, du musstest sofort Fake drücken, um zu kontern. Weil da war es ja so, wenn du Fake drückst, musstest du auch genau in dem Moment, hat er dann auch nur gekontert, danach war halt kein Zeitfenster mehr, dass er kontert. Und wenn du gesehen hast, der hat die andere Hand jetzt zum Angriff benutzt, dann weißt du, du musst 2 Sekunden später kontern, weil er langsamer angreift. Ah, Sowas halt. okay, ja. Und das fand ich heute ganz cool, aber ich glaube, jetzt wird's noch cooler. Ich bin schon gespannt. Ja. Das werde ich mir auch holen. Und vor allem, man kann endlich tauchen. Und es sieht gut aus. Also, da wird sehr viel zum Vor allem Erkunden mit dem sein. Vogel finde ich cool, dass man da selber fliegen kann. Ich weiß nicht, Wie ob man gesagt, bis zu ich. einem gewissen Radius Nee, nur fliegen kann. das habe ich noch gar nicht erzählt. Der, kann ja was es sein, so Adler auch? Ganz normale Adler? Adler, ne? Ja. Ja. Der wird dazu benutzt, um die Map aufzudecken. Nicht mehr die Türme, sondern er wird dazu benutzt, um die Karte, um die Mission zu sehen, Also quasi. kann man mit dem quasi damit bis ans Ende der Welt fliegen, oder? Das glaube ich nicht. Ich glaube halt wirklich ein Radius, aber ein sehr weiter Radius. Okay. Irgendwann wird wahrscheinlich gesagt, so unten, so, hey, du musst zurückkommen oder so, und das war's. Aber ich find's cool.
Ja, besser als mit der Turm. Okay, wenn man die ganze Zeit erstmal mit dem Adler rumfliegt, hat man alles und dann. Das wäre dumm, ja. Weißt du, bist ganz am Anfang, guck mal, ich habe alles gesehen. Ja, genau. Aber ich bin schon echt gespannt. Vor allem das richtig Krasse ist halt wirklich, daran sieht man auch, wie groß die Map ist. Die Spielepräsentation war so, er hat halt ein komplettes Gebiet gezeigt, also dass er es schon erkundet hat und war schon Level 21. Ich weiß nicht, wie viele Level es gibt, aber es gab so viele Gebiete. Die Karte ist so mega groß. Mhm. Da gibt es Canyon, hast du ja gesehen, Sümpfe hat man gesehen, man hat Städte gesehen. Also es ist auch mal wieder das erste Assassin's Creed, was mehrere Städte hat. Das gab es auch sonst nur in Assassin's Creed 2. Da gab es nämlich 4 Städte und sonst gab es halt immer nur eine Stadt. Mhm, sowas wie Rom. Rom, ja gut, das war ja auch eher Assassin's Creed Brotherhood und kein richtiges Assassin's Creed 3 oder so. Aber auch in 3 gab es nur 2. Eigentlich ja schon, finde ich. Es war auch ein richtiges Assassin's Creed, aber es wurde nie als richtiges gesehen, als richtig vollpreismäßig, aber ich fand es schon komisch. Fand ich schon, ehrlich gesagt. Eigentlich immer noch das Beste, ja. Und jetzt hatten die ja immer so diesen Hype. Dieses von wegen, ja, London in Syndicate nur und Paris nur. London und Paris. Aber London finde ich noch interessanter wegen dem Big Ben, aber da gibt's ja den Enterhaken, geil. Die beste Erfindung in Assassin's Creed. Ja, echt. Ich meine, es macht Sinn. Man kann sich leichter machen, ja, aber trotzdem, das ist doch. Darum ging es doch irgendwie. Nimmt den ganzen Reiz weg von Assassin's Creed und deswegen finde ich jetzt gut, dass es sowas nicht mehr gibt. Ja. Die haben quasi alles Schlechte ausgemerzt und schicke neue Sachen reingemacht. Man kann auch Pfeile anbrennen lassen, die Spitze. Wenn man halt mit dem Bogen zielt und dann vor so einen Feuertopf da geht, dann ist es ein Brandpfeil. Mhm. Finde ich cool. Cool, ja. Also. Und es kommt auch noch dieses Jahr Oktober, ist nicht mehr so lang hin. Ich werde es mir auch vorbestellen. Klar, es ist schon wieder dieses, vorbestellen ist doch eigentlich kacke. Wir haben Juni noch, ne? Juni, ja. Juli, August, September, Oktober. 4 Monate. Meine Eltern haben immer Hochzeit. Schon wieder? Achso, ja, stimmt. Das ist ja jedes Jahr. Ich bin ja. Ach Mensch, Geburtstag, schon wieder Geburtstag. Ja, schon wieder. Wird sich immer wiederholen. Ist ja komisch, Mensch. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich zu Geburtstag will. Wenn ich mein Tablet nicht habe, dann will ich das Oktober, haben. November, ich könnte Assassin's Creed holen. Ja, aber wenn ich mein Zeichentablet bis dahin noch nicht habe, dann würde ich lieber ein bisschen Geld, damit ich das endlich haben kann. Verstehst du? Aber Geld schenkt man nicht. An sich. Das dann macht kannst man du erst, gerne das ganze Tablet schenken. Vergiss es, 800 Euro hier oben, ey. So viel würde ich bis da nicht mehr sparen, ey. Hä? So viel würde ich bis da nicht mehr haben, glaube ich. Crash kommt noch raus. Also wenn ich das schaffe, dann musst du aber Respekt zeigen, dass ich das geschafft habe zu sparen. Ja, ich werde auf jeden Fall sagen, oh, du hast es geschafft, mal zu sparen, Mensch. Krass. Ja. Gut, dann war es das jetzt auch, glaube ich. Hast du noch was zu Origin zu sagen? Fandest du noch irgendwas ganz interessant? Also du hast ja noch kein Gameplay gesehen. Ich fand halt lustig, dass man halt... Genau, hat was... Man doch. Hm? Hat man doch. Nein, es war nicht das richtige Gameplay, es war ein Gameplay-Trailer. Es war zwar richtiges Gameplay, aber es gibt ja wirklich, wo man halt ein bisschen mehr sieht. Und was ich halt auch ganz gut finde, ist, dass man keine Schiffsschlachten mehr hat, weil es wurde ja schon gesagt, es gibt wieder Schiffe. Da dachte ich so, ach nee, bitte nicht Schiffsschlachten schon wieder. Aber man kann nur mit einem Segelboot von Insel zu Insel oder mal, also es gibt keinerlei Kämpfe, keinerlei, ja. Und man kann auch. Ob es da den Nil gibt? Bestimmt, hundertprozentig. Warum nicht? Ich meine, Assassin's Creed hatte schon immer so dieses Fable für getreue Nachstalten eigentlich. Und auch Persönlichkeiten nachgestellt. Und mit Anubis und so und mit Götter. Also ich bin gespannt. Ich finde auch gut, dass Assassin's Creed jetzt in die Mystery-Reihe so reinrutscht. Und nicht so dieses Technologische. Das ist auch bei Fantasy in den Büchern. Also nichts für euch Heulsusen hier von wegen, das ist ja voll Fantasy-mäßig, das war's schon. Assassin's Creed ist schon immer Fantasy gewesen. Ich meine, Science-Fiction ist auch eine Art von Fantasy an sich. Also von daher. Deswegen, so müssen wir die Bücher auch sortieren. Ich habe Ahnung von. Ja, mittlerweile. Vor kurzem. Vor einer Woche. Genau. Doch, war genau vor einer Woche jetzt. Doch, genau vor einer Woche. Ist Freitag noch. Ich habe ja schon quasi... Ja, das zählt nicht, Probetag. Das Probetag zählt nicht. Außerdem habe ich am Dienstag angefangen. Nee, Freitag, doch, stimmt. Freitag. Also so, eigentlich Donnerstag. Wir müssen bald zum Ende kommen jetzt mal. Ja, bitte, ich will auch schlafen. Also Assassin's Creed Origins ist cool, alles war cool, außer... Na, nee, stimmt eigentlich auch nicht. Aber Ubisoft hat da wirklich bisher, also... Hat echt gut gepunktet, nicht mal Sony war so gut.
Die haben halt wirklich Trailer für Trailer gemacht. Da hatten die sogar letztes Jahr noch ein bisschen mehr geredet. Aber das war halt dieses Jahr echt so wirklich so... Ubisoft. Ja, Ubisoft hat dieses Jahr aber wirklich einen rausgehauen. Ach ja, und Far Cry 5, ganz kurz noch. Sieht gut aus. So, wollte ich noch mal kurz sagen. Far Cry 5 sieht gut aus. Ja, das. Und freue ich mich auch schon drauf. Nächstes Jahr im Februar. Weil es wieder wird mal verrückt, ja. Ja, es wird mal wieder ein verrücktes Far Cry und ein Setting, was auch noch nie einer benutzt hat. Eigentlich so verrückte Amerikaner, die Leute mit Religion, Leute Religion aufzwingen wollen. Ich meine, what the fuck, das ist voll geil eigentlich. Und die muss man da schießen. Ich find's cool. Ich glaube, für sowas muss man aber Atheist sein. Nicht unbedingt. Es ist halt eher eine Sekte, keine richtige, ich mag Gott, sondern wahrscheinlich eher Gott hat uns erschaffen, aber er ist auch derjenige, der die Waffen mag und sowas. Also sowas ist es bestimmt. Ja, gut. Das war's dann von uns mit diesen, Entschuldigung, mit diesen, unverzeihlich, eine Art von Podcast, so werde ich es auch nennen. Nein, ich weiß schon, warum ich es nennen werde. Genau. Vielleicht gibt es nächste Woche noch was, aber nicht zur E3. Ich habe keinen Bock mehr, darüber Spiele zu reden. Wir sind fertig, glaube ich, damit. Jo. Und vielleicht werden wir ein bisschen mehr darauf eingehen, auf meine Frau und ihre Zeichnungen. Und freut euch auf schöne, alte, grafikgrässliche PS1-Spiele. Wenn, wird jetzt überhaupt natürlich noch schlimmer, wo man weil jetzt ich nicht nur einfach zu viel keinen Röhrenfernseher hat, sondern jetzt auch noch irgendwas mit super duper HD und vier. Ich hoffe, das wird so schlecht, dass ich kotze. Das wird richtig schlecht. Das wird ekelhaft. Das wird werden. Richtig schön grottig. Allein PS2 sieht schon scheiße aus auf dem Fernseher. Ach, und GameCube. Gott. Und auf dem Fernseher habe ich noch nicht mal PlayStation 2 gespielt. Ach du Scheiße. Okay, gut. Ja, wir sehen uns im. Nee, auf den alten noch war das. Sicher. Ganz sicher. Hundertprozentig sicher. Und Shadow of Colossus. Das war PS3. Echt? Ja, das war das Remastered. Oh. Und das PS2 sieht sogar noch ein bisschen dunkler aus. Gut, jetzt reicht's aber. Gut, wir sehen uns dann zu nächste Woche vielleicht oder zu weiteren Videos. Haut rein. Tschüss, ich bin fertig. Du musst abmoderieren. Tschüss.